Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebes Netzwerk. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber es ist traumhaftes Wetter in Berlin. Ich gucke nochmal schnell hoch, um mich zu vergewissern, dass das auch stimmt. Wunderschöner blauer Himmel, weswegen ich auch einfach mal dachte, ich mache es draußen vor dem Büro. Das coole Infovideo des Büroteams. Passanten lächeln, fragen sich, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Vielleicht ist es auch eher so eine Bewunderung, ich weiß es nicht. Ich interpretiere das für mich und versuche mich an mein Skript zu halten. Herzlich willkommen, Infoshow des Büroteams, wie auch immer. Vielleicht liegt es am Losglück oder daran, dass die anderen schon im Wochenende sind. Ich mache es nochmal diese Woche, auch pünktlich, wie ihr vielleicht merkt. Es ist nämlich Freitag und wir kommen zu spannenden, tollen Themen, nämlich erstmal Neuigkeiten aus den lokalen Youthbanks. Und diese Neuigkeiten beginnen mit ein paar ganz, ganz tollen Glückwünschen. Erstmal Glückwunsch nach Marzahn-Hellersdorf. Wir haben erfahren, 1000 Euro Spende von der Sparkassenstiftung. Respekt, Leute, super cool. Tolles Geld für Projektförderung, wir freuen uns. Und wir arbeiten weiter daran, dass daraus auch eine langfristige Förderung wird. Sehr cool. Auch großen Respekt nach Wiesbaden für euren Einsatz. Wir haben erfahren, dass ihr in ganz, ganz vielen Schulen und ganz vielen Jugendeinrichtungen umherfahrt und präsent seid und Youthbank vorstellt und dadurch Jugendliche auf Youthbank aufmerksam macht, was eine ziemlich geile Sache ist. Respekt für dieses Durchhaltevermögen. Ich öffne diesen Punkt einfach an alle anderen. Wenn ihr Lust und Zeit habt, das zu machen, fragt doch entweder die Wiesbadener, was sie für Erfahrungen gemacht haben, worauf man achten soll, oder fragt uns, ob wir euch ÖA-Materialien zur Verfügung stellen sollen oder ob wir vielleicht irgendwann mal bei euch vorbeikommen sollen und so ein bisschen so tun, als ob wir aus der Hauptstadt mehr Ahnung hätten als ihr, beziehungsweise so tun, als wenn wir vom Verein noch mehr erzählen könnten als ihr, was natürlich nicht stimmt, weil ihr lokal die Besten seid. Also wenn ihr Lust habt, einfach so eine lokale ÖA-Aktion zu machen, kommt auf uns zu, wir können euch da gerne personell und mit Materialien unterstützen. Und die Wiesbadener können euch sicherlich erzählen, wie viel Spaß das gemacht hat, oder? Oder? Ja, ich glaube schon. Auch herzlichen Glückwunsch nach Stuttgart. Die haben nämlich auch 1000 Euro an Spenden bekommen von Mitmachen Ehrensache, einer tollen Initiative, die bereits vorher in der Vergangenheit 1700 Euro an die Stuttgarter gegeben hat. Das klingt nach guten finanziellen Bedingungen für Projektförderung. Wir freuen uns und sagen auch nach Stuttgart herzlichen Glückwunsch. Von diesen ganzen Glückwünschen müssen wir zwar ein bisschen wegkommen. Ich muss mich erstmal kurz umgucken, wer hier noch so auf der Straße rumläuft. Ist echt spannend, wie viele Leute um diese Jahres- und Tageszeit hier noch unterwegs sind, was hier für tolle Sachen transportiert werden. Und ich versuche schnell den nächsten Punkt überzuleiten, das Netzwerktreffen. Wir haben es letzte Woche schon erzählt. Anmeldezeitraum läuft. Ihr habt jetzt noch 3 Tage, um euch anzumelden. Am 25. wollten wir die Anmeldung so langsam eingetütet haben, sodass wir nächsten Montag dann die Anmeldebestätigung verschicken können. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann wäre jetzt, vielleicht jetzt und in den nächsten 48 Stunden, genau der richtige Zeitpunkt, um das zu machen. Denn wir freuen uns natürlich, wenn wir euch im wunderschönen Halle an der Saale begrüßen dürfen und mit euch zusammen das Netzwerktreffen zu verleben, zu gestalten. Also schön ran an die Anmeldeformulare. Zum Thema, um das noch ganz ein bisschen schmackhafter zu machen. Ich weiß, wir sind schon toll, deswegen sollte man auch zum Netzwerktreffen kommen. Aber es werden höchstwahrscheinlich auch 2 Interessentengruppen kommen für Neugründung. Einmal aus Elmshorn, das ist in der Nähe von Hamburg, und einmal aus Karlsruhe, das ist in Baden-Württemberg. Heißt, die Stadt kennt keiner. Sind ja auch abgestiegen im Fußball. Also aus Karlsruhe und aus Elmshorn werden höchstwahrscheinlich, wenn alles gut läuft, Neugründungsaspiranten kommen. Das wäre natürlich super toll, wenn ihr die kennenlernen wollt oder wenn ihr denen erzählen wollt, wie Youthbank läuft. Also noch ein Grund mehr, um sich fürs Netzwerktreffen anzumelden. Wir freuen uns auf euch. Ich habe insgesamt 2 Meldungen von Matti, unserem rasenden Reporter. Der war nämlich in der letzten Woche schon für uns unterwegs. Und zwar im Ministerium, beziehungsweise nicht direkt im Ministerium, aber er hat Leute aus dem Ministerium in Nordrhein-Westfalen getroffen, hat mit denen gesprochen, hat Youthbank ein bisschen vorgestellt. Und es gibt die Überlegung, dass über das Ministerium so ein bisschen Öffentlichkeitsmaßnahmen laufen können, um Youthbank in Nordrhein-Westfalen bekannter zu machen. Einerseits allgemein Youthbank, aber auch, jetzt interessant für die Leute aus Essen und aus Aachen, eben konkret diese beiden Youthbanks in diesen beiden Städten. Vielleicht, wenn ihr da Interesse dran habt, meldet euch auch einfach bei uns. Ansonsten, wenn es konkreter wird, werden wir uns auf jeden Fall auch bei euch melden, damit wir schauen, dass wir da mit der Unterstützung des Ministeriums noch mehr Öffentlichkeit für Youthbank hinbekommen. Tolle Sache. Vielen Dank an Matti, dass er da wieder unterwegs war. Auch schon mal vielen Dank im Voraus, denn Matti ist auch nächste Woche unterwegs, und zwar im Bundestag. Im Deutschen Bundestag, ja. Und dort stellt er nämlich bei der Kinderkommission sowohl die Servicestelle als auch Youthbank vor als Modell, erklärt, was wir so machen, wo unsere Schwerpunkte sind.
Und da wünschen wir ihm natürlich viel Spaß dabei und danken ihm jetzt schon und sind gespannt, was wir dann nächsten Freitag berichten können. Ihr merkt, wir füllen jetzt sozusagen auch schon diesen Wochenbericht mit Ankündigungen für die nächste Woche, um das Ganze noch spannender zu machen. Ist das nicht toll? Ja, als letztes möchte ich euch noch auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, die noch ein bisschen hin ist. Das ist nämlich die Pfingstakademie Jugendbeteiligung. Die findet jedes Jahr, oh Wunder, zu Pfingsten statt. Dieses Jahr ist Pfingsten vom 25.05. bis 29.05., also zumindest ist das der Zeitraum der Pfingstakademie. Die findet in Berlin statt, am Wannsee, und sie steht dieses Jahr unter dem Motto Nachhaltigkeit, Umweltpolitik. Ist eigentlich eine super interessante Veranstaltung. Viele Leute kommen zusammen, man hat tolle Workshops. Ihr habt die Möglichkeit, nach Berlin zu kommen. Ihr habt die Möglichkeit, uns zu treffen. Müsst letztendlich für diese ganze Woche nur eure Fahrtkosten zahlen, also Verpflegung und Unterkunft ist umsonst, wenn man das so rechnet, denn euch werden 60 Euro Fahrtkosten erstattet, was der Teilnahmegebühr entspricht. Wenn ihr daran Interesse habt, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir euch auf diesem Umweg in Berlin begrüßen können. Ich schicke euch mit der Mail auch den Link zur Pfingstakademie. Man kann sich noch bis Ende März bewerben. Diejenigen von euch, die an Pfingsten noch nichts vorhaben, die jetzt irgendwie noch nicht in irgendwelchen Prozessionen oder bei irgendwelchen Vereinen und was auch immer eingespannt sind, auf die freuen wir uns natürlich, wenn wir euch sehen. So, das war's jetzt eigentlich auch schon. So viel ist diese Woche nicht passiert. Wir arbeiten weiter fleißig an den Abrechnungen und versuchen weiter fleißig das Netzwerktreffen vorzubereiten. Nebenbei genießen wir auch noch ein bisschen die Sonne. Es ist jetzt auch schon ruhiger geworden hier bei uns im Büro. Vorhin war Abi-Streich bei der Schule gegenüber, da ging richtig die Post ab. Es war sehr schwer, sich zu konzentrieren, auch wenn die Musikauswahl grottenschlecht war, wie das halt bei einem Abi-Streich so ist. Aber jetzt ist hier so ein bisschen Ruhe, Wochenendvorstimmung, und ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten, euch dieses Video hochladen. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende, hoffe, dass ihr tolles, sonniges Wochenende habt. Hoffe, dass ihr euch alle bis Montag zum Netzwerktreffen angemeldet habt, und dann sehen wir uns spätestens beim Netzwerktreffen oder, wenn mich das Losglück wieder erwischt, nächste Woche bei der Videosession. Macht's gut und bis dann, wenn ich jetzt hier diesen Knopf finde. Ja, ich finde ihn. Au revoir. Es hält einfach nicht an. Die Technik macht mich fertig. Ich versuch's nochmal. Macht's gut.